Hi, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video und ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und ich dachte mir, zum Start des neuen Jahres, eines neuen Videos, machen wir einfach mal so ein Full-Face-Schnick-Schnack-Chit-Chat-Video. Da habe ich jetzt Bock drauf, mich mit euch ein bisschen fertig zu machen, ein bisschen zu schnacken und ein bisschen zu erzählen, zu unterhalten. Wie auch immer, ich habe mir alles schon bereitgestellt, was ich brauche. Und ich habe mir eine neue Palette bei BH Cosmetic bestellt nach einer enttäuschenden Bestellung, die ich dann zurückschicken musste. Von Douglas habe ich bei BH geguckt und habe mir die BFF Better Together Palette bestellt. Die ist ganz neu rausgekommen, Ende Dezember. In Zusammenarbeit mit Alina Moore und Anna Ancola. Die kenne ich jetzt nicht, musste ich nachschauen, wer das ist. Also die Alina Moore ist eine YouTuberin und sie ist wohl Sängerin und Model. Und es sind Freundinnen und die haben zusammen diese Palette kreiert. Ich finde die voll schön hier mit den Blümchen und Sternchen und dieses Ornament ist richtig schön. Auch hinten gefällt mir das total gut. Das sind dann die Farben, also richtig toll, halt eher in die warme Richtung. Ich finde die Farben sehr schön. Unter dem Spiegel steht Don't be like the rest of them, XOXO. Alina, finde ich cool. Spiegel ist auch da, ist ziemlich klar. Gefällt mir. Und die testen wir jetzt aus in dem Video da. Und oh. Dann fange ich am besten mit den Augen an, weil ich nicht weiß, ob das Teil hier, das Moped hier Fallout hat oder nicht. Dann nehme ich die Color Intensifying Eyeshadow Base von Essence. Wenn ich mal nichts sage zu einem Produkt, steht alles unten in der Box. Und da prime ich erstmal die Augen. Ja, und erzählt mal, wie war euer Silvester? Bei mir war es eher gemütlich, ruhig. Gutes Essen, ruhig. Und dann, ja, war eigentlich ganz in Ordnung, sehr gemütlich. Konnte mir ja nicht viel machen, aber ja, außer halt jetzt Fernsehen, gemütlich couchen und so. Aber es war ganz okay. Ja. Was Feuerwerk angeht, war ja ein bisschen was von den Nachbarn zu hören, aber auch nicht viel. Also sonst schon, wie es hier abgeht zum Jahreswechsel, war das wirklich sehr ruhig. War mal erfrischend. Aber auch irgendwie komisch, weil man es ja gewöhnt war, so die ganzen Jahre. Ah ja. Gesättet habe ich mit dem Brighten Up Banana Powder von Essence. Das kommt nachher auch noch zum Einsatz. Jetzt juckt es mich. Und dann fangen wir mal an, diese Palette hier irgendwie zu benutzen. Was nehme ich denn jetzt als Transition Shade? Nehme ich Shy. Das ist diese Farbe hier. Da gehe ich jetzt einfach mal rein. Okay, Hello Pigment. Also Pigment ist auf alle Fälle da. Das ist, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist pigmentiert. Mein lieber Mann. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Kickback habe ich trotzdem ein bisschen. Es staubt auch ein wenig. Aber ist noch im Rahmen, würde ich behaupten. Ah ja. Sehr schön trotzdem. So, sehr schön. Echt gut pigmentiert. Dann nehme ich, oh Gott, was nehme ich denn jetzt als nächstes?
bisschen was Bräunliches. Confident. Liege. So, habt ihr auch die erste Staffel DSDS geguckt? Ich habe es mir reingezogen. Parallel noch mit einer Freundin geschrieben, die sich die es auch angeguckt hat. War ja mega witzig. Auch zum Teil. Obwohl man im Vorfeld nicht wusste, wie das sein wird. Mit der neuen Jury. Also, beziehungsweise mit dem, wo der halt da drin sitzt, ne? Mit dem Wendler und so, da wusste man ja nicht, weil der Skandal war ja schon vorher mit ihm da. Und da wusste man halt nicht, wie RTL das ausstrahlt, aber ja, sie haben ihn dann sehr auf eine lustige Art und Weise hochgenommen. Aber jetzt wird er ganz rausgeschnitten, nachdem er ja wieder eine tolle Entgleisung hatte, der gute Mann. Auch mit Recht rausgeschnitten. Weil der Vergleich ging ja mal überhaupt nicht. Und deswegen bin ich froh, dass die den jetzt doch irgendwie rausschneiden konnten. So, dann nehme ich Beauty. Weil, ja. Also der nimmt sich da Sachen raus, das ist echt der Hammer. Deswegen bin ich froh, wenn der jetzt dann von der Bildfläche verschwindet. Ganz, wäre mir recht. Also, nee. Der Typ geht einfach gar nicht. Das ist, weiß ich nicht. Sogar die Fans haben keinen Bock mehr auf ihn, also. Wenn das schon so weit ist, dann ist man ja sowieso schon, ja, hier schon Depp der Nation. Jetzt nehme ich Snow White. Ja, er war es ja schon vorher. Na, der war ja schon immer irgendwie ein bisschen bescheuert. Deep Love und so verdunkel noch. Ja, der war irgendwie, ich weiß auch nicht, was der war. Ich war noch nie großartig von dem Fan oder sowas, hab den noch nie leiden können, muss ich ehrlich sagen, weil der ist mir echt zu kontrovers. Wir wissen schon immer, dass, weiß ich nicht, lügen und betrügen, weiß ich nicht, nicht gut. Nicht gut, der Mann. Kein guter Mensch. So, ein bisschen Fallout hatte ich. Deswegen war es gut, dass ich erst die Augen gemacht habe. Man weiß eben nie bei neuen Paletten, wie sich das verhält. Dann gehe ich in Champagne. Champagne, ja, für den Inner Corner, also für das innere Augenlid. Ja, der ist auch schön. Also ich muss sagen, so die matten Farben bis jetzt. Richtig gut pigmentiert. Das ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich die Farbe Alina für das bewegliche Lid. Das ist sehr schön. Sehr schön, Freunde. Sehr gut. Ach ja, ich hoffe einfach, dass dieses Jahr 2021 besser wird, wie gesagt. Und ich hoffe, dass wir wieder Kultur genießen können. Hoffen wir es mal zum Sommer hin vielleicht. Gut, jetzt ist es natürlich noch ziemlich heftig mittlerweile. Aber wir haben ja den Impfstoff. Das wird ja einiges verändern. Hoffen wir es. Dann, weil ich gerade ziemlich trockene Haut habe, kommt der eine Primer jetzt nicht so gut. Jetzt nehme ich den von Essence, diesen Glow Boosting Pore Minimizing Primer with Pink Clay. Der spendet mehr Feuchtigkeit.
als der von Milk. Und ja, der hat so ein bisschen einen gesunden Glow, tut er mir geben, ein bisschen mehr Feuchtigkeit als jetzt der von Milk. Ach, der von Milk, der ist schon gut, aber der trocknet gerade so aus. Ach, das ist so schlimm gerade. Gerade keine Vorzeigehaut momentan. Ach, alles trocken, die Lippen sind trocken. Ach, alles trocken. Es ist ein Trauerspiel in 10 Akten, echt. Und jetzt ist da irgendwas an meinem Bildschirm, was da nicht hingehört. So. Menschenskinder, ey, da kriegen wir irgendwie Durchblicke hier. Okay, ja. Zur Palette. Also die Farben, die ich jetzt genutzt habe, sind gut, aber sie krümeln stark. Ich habe Kickback, also im Pen. Ich muss die definitiv abklopfen. Das werde ich auch machen. Aber die Farben, wie gesagt, die ich benutzt habe, sind gut. Es ist halt eher so in die warme Richtung. Was nicht schlimm ist. Ist okay. Ne? So, dann, dann tragen wir mal Foundation auf. Dann nehme ich die Perfect Match von L'Oreal in der Farbe Vanilla Rose. Genau, das ist meine Farbe. Vanilla Rose. Dann habe ich mir auch schon auf Amazon so ein Spar-Abo eingerichtet, dass ich die immer habe. Weil ich einfach auf die nicht mehr verzichten möchte. Nee, will ich einfach nicht mehr verzichten. Auf keinesfalls will ich auf diese Foundation verzichten. Nein, nein, nie wieder. Nehme ich den Pinsel aus dem Pinselset von Marvin. Das ist die Nummer, oh Gott, die Nummer 2. Genau, den Foundation-Pinsel, den nehme ich jetzt schon seit, oh Gott, ich weiß nicht, wie lange ich den schon hernehme. Ja, schon sehr, sehr lange. Der ist auf jeden Fall gut. Ein guter Pencil. Ja, ich weiß, ich bin da ziemlich rot. Aber das ist, ja. Das ist jetzt eben so. Kann ich nichts machen. Oh Gott. Bleich wie eine Wand. Bleich wie eine Wand. Schrecklich. Ja, im Winter ist man immer bleich wie. Nee, keine Ahnung was. Wie Morticia. Aber ich habe jetzt keine Allergie oder so, ne? Das ist so ein Hautpilz. Das ist schlimm, aber ja, ist schon auf dem Weg der Besserung. Ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Wird hier schon besser. Es war ja ganz rot hier und da kommt auch schon wieder die Haut durch. Also, ja, keine Sorge, alles gut. Ich habe Salben hier. Und das Wichtigste ist einfach nicht kratzen. Genau, bloß nicht kratzen. Ja. Bloß nicht kratzen, das ist das ist fatal. So, jetzt unterbreche ich ganz kurz, weil ich was vergessen habe, aber ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Alles wieder im Grünen. So, da war ich jetzt bei der Foundation, genau, die habe ich jetzt eingearbeitet. Genau. Und
Genau. Ich sitze noch ein bisschen in Rente. So. Das war das. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich immer noch das Brow Attitude von Love, aber das gibt es ja nicht mehr. Nee, das gibt es nicht mehr. Damit ziehe ich die Augenbrauen nach. Das habe ich ja damals beim Ausverkauf gekauft, wo Love ja raus ist aus der Drogerie. Da dachte ich, vielleicht kriege ich es online, aber die haben es ganz aus dem Sortiment genommen. Ja, doof. Schade, echt. So was Gutes. So was Gutes hat einfach rausgenommen. Ach Gott, früher habe ich mir die Augenbrauen gemacht. Da war es mir ziemlich Rille irgendwie. Aber irgendwie habe ich dann irgendwann gedacht, ne? Du musst dir mal nachziehen. Und zupfen tue ich nicht, weil ich habe nicht viel Augenbrauen. Und wenn ich dann auch zupfen würde, dann hätte ich ja gar nichts mehr. Ich habe nicht viel Augenbraue. Und deswegen zupfe ich nicht, sondern auch nicht so exzessiv. Ich werde einfach mal so einen Trimmer nehmen, aber zupfen würde ich nicht. Nee. Nein, so dass das Ganze hält, nehme ich dieses Augenbrauengel von Essence. Das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Einmal drüber und drüber. Und dann nehme ich meinen Concealer. Der Healthy Glow Concealer. Aber nicht so viel. Nehme ich so einen Ebeline Pinsel. Und verteile so ein bisschen auf den Schatten. Oh, je. Augenschatten, ne? Oh, da habe ich echt Augenschatten. Ich weiß nicht. Oh, bis nach Meppen, echt. Bis nach Meppen. Augenschatten bis nach Meppen. Das ist echt schrecklich. Oh, und da hängt auch noch irgendwie was, was nicht dahin soll. Oh. Mein Gott, schminken vor der Kamera ist echt. So lange nicht gemacht. So full face meine ich. Ich bin da unbeholfen, sorry. Wahrscheinlich ist es nicht perfekt, aber ich kann nichts für. Ich bin es nicht gewöhnt. Gerade was full face angeht, echt nicht mehr gewöhnt. Augen passt, aber nee. Jetzt setze ich meinen Concealer kurz mit dem Puder. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Mann. Ich finde ja auch derzeit hat es so zugenommen auf Instagram mit diesen Fake-Accounts von Künstlern. Da denke ich mir manchmal, was sind die eigentlich? Doof merken die nicht, dass wir da drauf nicht reinfallen. Ich kapier es null. Kapier es null. Echt. Und es ist beinahe jeden Tag kommt da so eine Fake-Account um die Ecke. Oh, und schreibt die Fans an. Und denkt, wir sind alle dumm. Oh, Junge, Junge. Es doch einfach lassen mit ihren scheiß Fake-Accounts. Es geht mir so auf den Pinsel.
Das ist so schlimm. Ich verstehe nicht, wie man da drauf reinfallen kann. Kapiere ich nicht. Check es null. Also, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Jetzt mache ich den unteren Wimpernkranz mit den Farben, die ich heuer benutzt habe. Weil, ich weiß nicht, ein Künstler-Account erkennt man einfach, ja, an dem blauen Haken. Das ist der echte Account. Und wenn derjenige keinen blauen Haken hat und sich so komisch nennt, mit einer Zahl dazwischen oder mit einem Unterstrich oder sonst was, dann kann man auch davon ausgehen, dass das nicht echt ist. Also, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Das war ja, doch, das war die Woche. War das die Woche? Doch. Doch, das war die Woche. Wo mich aus und fake. Oh, nee, versaut. Wo mich aus und Bühlen fake. Und ein Jailern fake. Angeschrieben hat, wo ich mir denke, sag mal. Also, total blöde. Da denke ich mir manchmal. Also auf meinem Account auf Insta sieht man ja nicht mehr kaum noch was davon, würde ich mal behaupten. Weil ich kaum noch was poste davon. Vielleicht bei der Story, ja. Aber nicht in meinem Feed. Weil ich einfach nicht mehr so dolle Fan bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht mehr. Irgendwie. Keine Ahnung, das ist mir zu. Wie soll ich das sagen? Das ist halt. Der Typ ist einfach. Sorry, wenn ich das sag. Das kommt jetzt nicht so komisch. Aber der Typ ist echt ein Blender. Ich hab nichts gesagt. Ah. Lasst euch nicht blenden. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, Freunde. Nicht alles Gold. Und ich lasse mich einfach nicht mehr blenden. Ganz einfach. Da habe ich schon viel zu viele Storys gehört. Von Bekannten, von einer Freundin. Ich habe mir schon einiges erzählt. Ich war geschockt. Ohne Witz. Ich habe gesagt, bitte? What? What? Nee, wirklich nicht. Also, nee. Aber solche Leute wissen halt immer, was sie erzählen müssen, dass die Fans denken, oh, das ist aber toll. Und in Wirklichkeit, nee, sieht's anders aus. Ich hatte die Essence Lash Princess in Wasserfest. Ich die vergesse ja auch zu schreiben. Ja, sehr schöne Wimpern, muss ich sagen. Ja, man sollte nicht alles glauben, was so verzählt wird. Oder was er so verzählt, oder was die Stars so verzählen. Manche soll man nicht alles glauben. Weil manche hören sich einfach nur selber gerne reden. Ist so. Und geben dann Scheiß einfach drauf. So. Sehen das alles als selbstverständlich an, dass die Fans halt da sind, dass sie supported werden, dass das ist, das Sell ist und blibla blub und keine Ahnung. Und das ist halt einfach der größte Kacks auf Erden, echt. Der größte Scheiß auf Erden. Das ist einfach Kacke. Das ist einfach Kacke hoch 10. Jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Ey, ich drehe heute durch. Ich gehe ganz kurz aus dem Bild. So.
Mein Fitzi-Spray, ja, Fitzi. Mein Fixing-Spray von Manhattan, mein Gott, Fitzi. Mein Fitzi-Spray, ja. So. Dann nehme ich von Luvia Cosmetics meets Maxim Giacomo dieses Glow-Kit, was ich mir nochmal holen musste, weil mein altes in 1000 Teile zerflattert ist, leider. Und dann nehmen wir die Farbe, oh Gott, nehmen wir Boys in Make-up. Das ist das hier unten, dieses 2 in 1. Oh Gott, diese Highlighter. Das ist einfach. Oh Gott, ich krieg einen Highlight-Orgasmus hier. Oh. Huh, ist das schön. Hier, guck. Oh, Junge. Das haben die echt toll gemacht, muss ich echt sagen. Oh, Wahnsinn. Dann strahle ich von hier bis zum Mond. Ich sag's euch, Freunde. Und die braucht ihr, wenn ihr die noch nicht habt. Dann von Essence nehme ich jetzt so ein Plumping Nude Lip Gloss in der Farbe Big Softy, die 02. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber ich glaube schon, die sind ja relativ noch neu. Oh, ich habe so trockene Lippen, ey. Ich kann gar kein... Liquid Lipstick, ja. Auch tragen, das geht gar nicht, ja. Gerade. Aber es sieht halt aus, da die Maskenpflicht herrscht. Und trägt man nur noch Labello oder nix. Naja. Oh ja, das prickelt ein bisschen. Das ist minzig. Aber schlecht ist es nicht. Ich hab den total vergessen, dass ich den noch habe. Muss ich echt da öfters nutzen. So, ich finde, ist ein wunderschöner Look geworden. Also die Palette auf den ersten Eindruck ist die echt toll. Also die Farben mega, total meins. Ich mag es ja so natürliche warme Töne. Und ja, finde ich mega. Also die passt definitiv in diese Jahreszeit rein. Auch für den Herbst wäre die super, aber auch für den Sommer ist die gut. Also ich glaube, die kann man das ganze Jahr über verwenden. Sehr schön. Und vor allen Dingen kam die jetzt nicht so noch in einem Pappkarton an, sondern es war halt einfach nur so kam die an. Also so ein bisschen in Folie verpackt war sie schon, aber jetzt kein... wo man sie so rausschieben kann, sondern es war einfach ganz normal. Haben die echt gut Verpackung, sag ich mal, gut eingespart. Finde ich gut. Also sehr schöne Palette. Auf den ersten Eindruck, also ich kann die echt empfehlen. Die war auch gar nicht teuer. Was hat die gekostet? 15 oder 14? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war die nicht teuer. Die war unter 20 Euro, das weiß ich definitiv. Ich packe euch den Link dann mal unten in die Box rein von der Palette. Und dann könnt ihr sie ja nachshoppen, wenn ihr wollt. Weil ich finde die echt schön. Ja. Okay, das war's mit meinem Schminki-Chit-Chat. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Auch wenn ich ein bisschen verkackt habe, was der Teint anging. Und im Teint war nicht so vor der Kamera. Habe ich ein bisschen verkackt, glaube ich. Bin es echt nicht mehr gewöhnt. Ich habe auch Kopfschmerzen des Todes. Ich mache das echt gerade nur für euch. Und ja, bevor der Nachbar hier sich durch die Wand hämmert, mache ich jetzt Schluss und hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, liken. Ihr wisst ja, kennt ja den Dreh. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ciao.